Menschen, Leben, Hintergründe. Krone Geschichte, der Podcast. Willkommen zur aktuellen Folge von Krone Geschichte mit mir im Podcaststudio Dr. Martina Winkelhofer. Hallo Martina. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und wir sprechen heute erneut über Maria Theresia. Wir haben es vor 2 Wochen schon getan. Falls du es noch nicht gehört hast, einfach die alte Folge zuerst hören. Macht in dem Fall Sinn. Wir haben angekündigt, wir sprechen jetzt einmal am Anfang über die Kinder von Maria Theresia. Das waren ja gleich mal 16 an der Zahl. Wie war sie denn so als Mutter? Sie war als Mutter einerseits Mutter und andererseits Monarchin und in diesem Spannungsfeld hat sich das Kinderleben abgespielt. Wir sollten vielleicht zu Beginn erwähnen, dass 16 Kinder zu überleben, also 16 Geburten zu überleben im 18. Jahrhundert unglaublich war. Also da hat sie schon mal wirklich viel Glück gehabt. Von diesen 16 Kindern haben 10 auch das Erwachsenenalter erreicht und das war auch ein Geschenk des Himmels. Also nur, dass wir das mal richtig einordnen in den Dimensionen des 18. Jahrhunderts. Also sie muss über eine sehr, sehr gute Grundkonstitution verfügt haben. Definitiv und sie muss vor allem auch den Willen gehabt haben, so viele Kinder zu haben. Und ich persönlich glaube, dass sie einfach wirklich Angst gehabt hat, dass die Habsburger nochmal in die Situation kommen, dass zu wenig Erben da sind, weil 16 Kinder bei diesem Arbeitspensum zu bekommen und auch 10 wären schon viel gewesen, wie damals gesagt, das deutet darauf hin, dass sie einfach wirklich für die Dynastie langfristig vorsorgen wollte. Das Interessante ist, dass ihr zweitältester Sohn dann selbst wieder 16 Kinder hatte und dieses zweimal 16 Kinder hintereinander hat dafür gesorgt, dass die Habsburger bis zum Ende der Monarchie nie wieder Probleme mit irgendwelchen Erbfolgesachen hatten. Also es gab mehr Habsburger, als sie am Schluss eigentlich schon fast versorgen konnten. Bis heute gibt es Habsburger zum Teil als Autorennfahrer. Auf einmal, es gibt ungefähr 300 bis 500. Also das genau. Und witzigerweise, all die gehen auf Maria Theresia zurück und ihre Entscheidung, so viele Kinder wie nur möglich zu haben. Dabei war sie zu ihren Kindern durchaus streng. Liebevoll, ja, aber auch streng. Zum Beispiel hat sie, du hast ihn gerade angesprochen, den Josef II., der ja damals noch nicht Josef II. War, sondern damals nur Josef ihr Erstgeborener war, den hat sie mit der Rute gezüchtigt und hat mir gesagt, das kann man doch nicht machen, es ist noch niemals ein Erzherzog körperlich gezüchtigt worden. Und sie hat darauf gesagt, es ist auch noch nie ein Erzherzog so böse und unfolgsam gewesen wie dieser. Das ist jetzt natürlich unglaublich furchtbar, wenn man das heute hört. Aber auf der anderen Seite war sie wieder so extrem ehrlich. Also das auch noch ehrlich zu sagen, der war aber so schlimm, da musste jetzt zur Rute gegriffen werden. Das finde ich dann auch, das spricht dann auch sehr für sie, dass sie das nicht hinter irgendwelchen pädagogischen Erklärungen versteckt hat. Im Sinne von, der war einfach ungehorsam und da musste man jetzt Maßnahmen setzen. Aber ich glaube, wir dürfen einfach nicht vergessen, man muss immer die beiden Pole im Auge haben. Sie war Mutter und sie war Monarchin. Das heißt, auf der einen Seite hat sie ihre Kinder unglaublich geliebt. Sie hat sie gefördert. Sie hat sich um ihre Erziehung gekümmert. Sie ist in der Nacht bei ihrem Bett gesessen, wenn sie krank waren. Aber sie hat auch immer gewusst, dass diese Kinder nicht nur ihre Kinder sind, sondern die Kinder der Krone. Das heißt, sie wusste einfach, dass diese Kinder später eine Aufgabe zu erfüllen haben und die mussten sie perfekt erfüllen. Das hieß bei den Burschen, einer wird der Nachfolger, die anderen werden an Posten gehievt, wo sie viel Verantwortung trugen und die Mädchen wurden natürlich an andere Königshöfe verheiratet und da wollte man sich nichts nachsagen lassen. Das heißt, immer wenn man sich so ein bisschen abarbeitet, wie war sie denn? War sie die nette Mutter? Nein, sie war es nicht. Sie war so streng zu ihren Kindern. Dann muss man einfach sagen, man muss beides im Auge haben. Es gab keine Wahl dazwischen. Spannend ist nur, dass sie auf der einen Seite liberale Berater hatten, wie wir im ersten Teil schon erwähnt haben, wie zum Beispiel Van Swieten und viele andere mehr. Auf der anderen Seite bei der Erziehung quasi alles andere ist liberal. Zitat, die Kinder sind geboren zu gehorchen, mithin bei Zeiten sich an selbes gewöhnen sollen. Das war eine Vorbereitung für das Leben, das sie später führen mussten. Also die wichtigste Tugend, die sie erwerben mussten, war Disziplin, war perfektes Auftreten, nicht murren, sich mit der Lage abfinden. Und das kann man aus heutiger Sicht jetzt alles unangenehm finden, aber das war das Rüstzeug, das sie damals brauchten. Also es ist generell immer schwierig, von unseren heutigen Werten ins 18. Jahrhundert zu kommen. Aber sie wollte einfach, dass sie das Rüstzeug mitbekommen, das sie brauchten. Zu ihrer Tochter Maria Carolina hat sie gesagt, ich kann diese Ungezogenheit von dir nicht vergessen und werde dir nie verzeihen. Du musst deinen Geist beschäftigen, denn das wird dich davon abhalten, unpassende Bemerkungen zu machen. Das finde ich herrlich, weil vor allem gerade Maria Carolina, die zweitjüngste Tochter, war das Abbild ihrer Mutter. Die war genauso stur, die war genauso bockig, die war genauso selbstbewusst. Und dass sie bei der natürlich so extrem hingehaut hat, ist ein Zeichen dafür, dass sie einfach ihr alter Ego vis-à-vis hatte. Also sie hat sich auch in den Korrespondenten
Korrespondenzen mit den Kindern nicht zurückgehalten. Wenn man diese Korrespondenzen auswertet, sieht man, dass selbst wenn, als sie sogar schon verheiratet waren an anderen Höfen, gingen diese mütterlichen Ratschläge und Beschwerden und Wasserschüttelmacher weiter bis hin zu diesen berühmten Briefen zwischen Maria Therese und Marie Antoinette, späterer Königin von Frankreich. Das ging einfach weiter. Sie war ihr Leben lang die Mutter, vor der man sich auch ein bisschen gefürchtet hat. Von den 16 Kindern Maria Theresias haben 12 die frühe Kindheit überlebt und die sehen wir uns jetzt genauer an und wir beginnen mit Maria Anna. Maria Anna war die Älteste und die war so ein bisschen das Aschenputtel der Familie, blieb unverheiratet, war nicht so hübsch, war sehr kränklich und die hat dann das klassische Schicksal gehabt. Sie wurde nämlich eine Äbtissin, also sie hat dann so ein halbgeistliches Amt gehabt und das war quasi so ein, das war mal so ein Abschieben ins Kloster. Aber die war trotzdem sehr interessant, sie hat sich für Wissenschaft interessiert und war vor allem eine große Wohltäterin. Josef II., den muss man jetzt nicht groß vorstellen, der wurde ja später selber Kaiser und er wurde eigentlich von Anfang an in diese Richtung ausgebildet, die Erziehung war ganz darauf ausgelegt und er galt innerhalb der Familie als Einzelgänger und ist ein Leben lang auf Konfrontation mit der Mutter gegangen, was er dann später auch noch bitter beklagen wird, aber da kommen wir noch dorthin. Ja, nicht nur mit der Mutter, auch, er war auch unglaublich boshaft zu seinen Schwestern, also er war absolut kein angenehmer Zeitgenosse, zumindest als Familienmitglied hätte man ihn sich nicht gewünscht und er hat natürlich die beste Ausbildung von allen erhalten. Damit kommen wir zu Mimi. Mimi ist herzlich. Mimi war die Lieblingstochter von Maria Theresia, eigentlich Maria Christina. Sie war die Einzige, die eine Liebesheirat eingehen durfte. Das haben die anderen nie verziehen, da waren sie auch sehr eifersüchtig. Sie war sehr kapriziös, sie war temperamentvoll, sie war eine begabte Malerin, war später eine große Kunstsammlerin. Die Sammlung Albertina geht auf sie und ihren Mann Albert von Sachsen-Teschen zurück. Und also Mimi war einfach ihr Herzebinti, wie man so schön sagt. Die nächste ist Maria Elisabeth. Bei einfache Talwart könnte man immer nur den zweiten Vornamen nehmen, weil der erste ist relativ ident, ja. Maria. Maria Elisabeth war die große Schönheit der Familie, nur leider hat sie dann wie viele die Pocken bekommen. Da war es mit der Schönheit vorbei, mit der Attraktivität war es auch vorbei. Und sie blieb unverheiratet und wurde eine bissige alte Jungfrau. Also sie hat den Verlust ihrer Schönheit nie verwunden. Karl Josef. Der starb schon mit 16 und der war eigentlich everybody's darling. Das war der Liebling der Familie und den Tod von Karl Josef hat Maria Theresia lange nicht überwunden. Er starb an den Pocken. Der dürfte eine ziemliche Lücke in die Familie gerissen haben. Er muss unglaublich liebenswert gewesen sein, ein Kind, das die Familie näher aneinander geführt hat. Er hat sehr viel Charme gehabt und sie hat ja sowieso mehrere Kinder begraben müssen, aber beim Tod dieses Sohnes, also über diesen Tod ist sie monatelang nicht hinweggekommen. Also das war eine ewige Wunde in ihrem Herzen. Wir wissen leider nicht allzu viel über ihn. Also man sagt, er war extrovertiert, er war aufgeschlossen. Aber es gibt auch bis heute weniger wissenschaftliche Arbeiten zu den Kindern von Maria Theresia, außer den ganz Bekannten natürlich. Da gibt es schon mehr zu berichten über Maria Amalia. Maria Amalia hat sich komplett distanziert von der Mutter. Und interessanterweise hat sie auch die schlimmsten Adjektive wurden ihr zugeschrieben von der Mutter. Sie sei hochmütig gewesen, eingebildet, aber auch lebhaft. Sie konnte sich emanzipieren, hat sich dann später schriftliche Ratschläge der Mutter verbeten und hat den Kontakt mit der Familie komplett abgebrochen, nachdem sie nach Parma geheiratet hat. Und für die Mutter war sie nur mehr der Fratz in Parma. Aber sie war gut verheiratet. Sie hat den Herzog geheiratet dort, also. Ging ja nicht schlecht. Schlecht ging sie nicht, aber sie war vor allem, glaube ich, froh, dass sie von der dominanten Mutter wegkam. Wir kommen zum nächsten, der auch bekannt ist, weil später auch Kaiser, Peter Leopold, der nach dem Tod von Josef II. Als Leopold II. Die Herrschaft angetreten hat. Er hat, so sagt man, von der Mutter das gute, großmütige und mitleidige Herz geerbt und vom Vater den praktischen Zugang zu den Dingen. Also eine gute Nachricht eigentlich. Das war ein ganz interessanter Kaiser, der nur sehr, sehr kurz regiert hat. Also da hat man viele Hoffnungen reingesetzt. Der dürfte wirklich das Beste von beiden Eltern mitbekommen haben und ist einer der Highlights bei den Habsburgern. Leider hat er ja nur einige Jahre die Krone gehabt. Er ist ja dann relativ früh verstorben. Pilzsuppe? Nein, angeblich nach der Einnahme eines Aphrodisiakums, was wiederum die 16 Kinder erklärt, die er doch noch gezeugt hat in seiner nicht so langen Lebenszeit. Jetzt zu etwas ganz anderem, nämlich einem Mädchen mit dem Vornamen Johanna. Stimmt, ja. Wie konnte das passieren? Wahrscheinlich gab es schon so viele Kinder, da musste man was anderes. Ich finde den Namen Johanna auch sehr interessant in der Familie. Johanna ist schon sehr früh verstorben, nämlich mit 12 Jahren, war ein sehr herzliches Mädchen, war gutmütig, war wirklich der Liebling in der Familie und sie starb ebenfalls an den Pocken, wie halt leider die meisten damals. Maria Josepha
Natürlich hübsch, mit einer gewissen Frische, hat sie ihr zwölftes Kind beschrieben. Und die Tochter hätte mit Ferdinand von Neapel und Sizilien verheiratet werden sollen. Aber was passierte? Sie bekam die Pocken. Und obwohl sie schon mit 16 an den Pocken erkrankt und stirbt, ist sie schon in diesem Alter eine große Persönlichkeit. Denn sie hat ihre Mutter am Totenbett getröstet mit den Worten: Ich bin im Himmel besser aufgehoben als fern von dir in einer unglücklichen Ehe. Sie sollte nämlich Ferdinand von Neapel und Sizilien heiraten und das war ein unmöglicher Mensch, der wirklich grausam war. Und vor allem auch total schier. Er war hässlich, er war grausam, er war einfach keine, also er war eigentlich eine Zumutung für die Frauen. Aber man sieht wiederum, wie stark das dynastische Denken von Marie Theresia war, denn kaum war Marie Josepha tot, musste das nächste Mädchen nachrücken in diese arrangierte Ehe. Und das war Maria Carolina, von der wir vorher schon gesprochen haben, die ein Ebenbild ihrer Mutter war, die genauso energisch war. Und sie musste halt in diesem dynastischen Heiratskarussell den Part ihrer verstorbenen Schwester einnehmen. Und diese Maria Carolina wurde später berühmt als Großmutter des Teufels, weil sie ja Napoleon, die ja unglaublich lange lebt, weil sie Napoleon so Widerstand geleistet hat und die einzige Frau war, die er eigentlich respektiert hat. Und sie hat gesagt, dass ihr das noch fehlt in ihrem langen Leben, dass sie die Großmutter des Teufels wird, weil Marie-Louise, eine Nichte von ihr, dann bekanntermaßen mit Napoleon verheiratet wurde. Also die war schlagfertig, sie war witzig, sie war einfach wie die Mutter. Und sie hat über ihren Mann Ferdinand von Neapel und Sizilien gesagt, er ist hässlich, aber man gewöhnt sich dran. Ganze Tochter von Maria Theresia, pragmatisch bis zum Schluss. Gut, wir kommen weiter zu Ferdinand Karl. Das war ein Sohn, der ganz im Schatten seiner Geschwister stand. Er hatte eine recht entspannte Kindheit, weil er war ja schon am Ende dieser Kinderschar. Und er war so weit hinten in der Thronfolge, dass er ein weniger strenges Erziehungsprogramm durchlaufen musste. Der hat einfach dann die klassische Karriere eingeschlagen. Er war Generalgouverneur der Lombardei. Man hat ihn sehr gemocht, weil er soziales Engagement gehabt hat. Also es war einer von den vielen Habsburgern, die jetzt nicht für die keine große Karriere vorgesehen war. Und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich bekanntesten Kind von Maria Theresia, das kein Kaiser war, nämlich zu Marie Antoinette. Genau, in Wien noch bekannt als Maria Antonia. Das war ein unglaublich spannendes Mädchen, das schon sehr früh eine große Unruhe hatte. Die Mutter hat sich ihm beschwert, dass sie sich nicht länger konzentrieren kann. Sie ist sehr unfähig, sich auf eine Sache konzentrieren zu können. Und sie war das Kind, interessanterweise, um das sie sich am meisten Sorgen gemacht hat. Also bis zum Tod Marie Theresias hat sie als Marie Antoinette dann schon Thronfolgerin von Frankreich war, weil sie mit dem französischen Thronfolger verheiratet wurde. Sie hat sich immer Sorgen gemacht um sie. Und so im Nachhinein, wenn man dann über das Ende von Marie Antoinette weiß, ist es schon interessant, dass sie offenbar das richtige Gespür hatte für ihre Kinder. Also sie hat gewusst, da steckt eine gewisse Gefahr darin und sie ist wahrscheinlich nicht die Richtige auf diesem Posten, aber die Dynastiepolitik hat es einfach verlangt. Aber es zeigt doch, wie sehr sie ihre Kinder gekannt hat und richtig einschätzen konnte. Das waren sie, die 12 wichtigsten Kinder von Maria Theresia im Schnelldurchlauf. Wie sind die eigentlich damals erzogen worden? Die Erziehung vorgegeben hat natürlich die Mutter. In der praktischen Ausübung waren das die berühmten Ayas am Kaiserhof, also die Kinderfrauen oder die Ayos bei den Burschen. Und die haben die Vorschriften der Mutter genau umgesetzt. Also Marie Therese hat immer Instruktionen geschrieben. Das heißt, sie hat wirklich fast jeden Abend geschrieben, was am nächsten Tag zu passieren hat, wie die Kinder gekleidet sein sollen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Das heißt, sie war zwar keine Mutter, die unmittelbar an den Kindern dran war, aber sie wusste immer, wie es den Kindern ging und wie es vor allem in der Kinderstube zuging. Und sie hat da auch wirklich eingegriffen. Also vor Marie Therese haben sich nicht nur die Kinder gefürchtet, sondern auch die Kindermädchen und die Erzieher. Man hat langsam den Eindruck, wenn man die Wahl hatte, unter Maria Therese gewöhnlicher Untertan zu sein oder Kind, dass Untertan vielleicht gar nicht die schlechtere Wahl war. Das kann durchaus sein. Also sie hat sicher einen gewissen Anspruch gehabt an ihre Kinder und sie wollte vor allem nicht, dass sie verweichlicht werden, was ja eh schon sehr schwierig war bei dieser Mutter. Aber sie wollte sich da auch bestimmt nichts nachsagen lassen. Und natürlich, man darf nie vergessen, das waren Kinder der Krone und das hat sie immer gewusst. Ein Kind, das schlecht erzogen ist oder ein Kind, das nicht am höfischen Parkett reüssieren kann, da fällt ja dann der Schatten wieder zurück auf die Dynastie. Also nochmal, wir dürfen nie vergessen, sie war Mutter und sie war Monarchin. Kommen wir zur Außenpolitik von Maria Theresia, wobei wir auch da das Private nicht ganz verlassen können. Liegt an der handelnden Person, das liegt am Graf Wenzel Anton von Kaunitz. Der berühmte Kaunitz oder der liebe Kaunitz, wie sie ihn bezeichnet, hat die berühmte diplomatische Revolution eingeleitet, die nichts anderes besagt, als dass aus dem ehemaligen Erzfeind Frankreich der neue Freund wird und damit wird eine neue Ära in der europäischen Politik eingeleitet. Trotzdem hätte der Herr Kaunitz den moralischen Ansprüchen von Maria Theresia nicht gänzlich genügt, sagen wir es mal so.
Jetzt haben wir wieder diesen interessanten Aspekt, dass sie bei ihren Beratern über alles hinwegsehen kann, solange sie gut sind. Also Kaunitz war der perfekte Diplomat, der hat das alles eingefädelt. Und Kaunitz war als Mensch aber so aufgestellt, dass sie damit nicht leben konnte. Er war überheblich, er war eitel wie ein Pfau, er war ein Hypochonder. Und vor allem, er hat sich mit seiner Frau öffentlich eine Streitschlacht geliefert, wer jetzt mehr Affären hatte. Und das war unglaublich peinlich für Marie-Therese. Aber sie hat darüber hinweggesehen. Also auch die Frau von Kaunitz hatte Affären? Beide hatten Affären und es ging nicht mehr um den moralischen Aspekt. Es ging darum, sie wollten mit diesen Anschuldigungen ihre eigenen Fehltritte verbergen. Also es war einfach eine unglaublich peinliche Situation. Und sie hat dann aber diesen berühmten Spruch gesagt, sein schwindlicher Kopf ist mir lieber und kostbarer als die unsrigen in ihrer Stärke und Vollkommenheit. Das heißt, sie hat wieder genau unterschieden, im Privaten lehne ich ihn ab, aber er ist so gut in seiner Arbeit, dass ich nicht auf ihn verzichten kann. Und das von einer Frau, die sogenannte Keuschheitskommission erfunden hat. Ja, das ist etwas, womit Marie-Therese heute sofort assoziiert wird. Also sie wollte ja die Sittlichkeit eingeführt haben. Sie hat sich vor allem gegen Prostituierte gestemmt, ohne natürlich die sozialen Komponenten irgendwie im Kopf zu haben. Und diese Keuschheitskommission, die schon eher auf dem Papier bestanden hat oder zumindest nicht diese Dimension hatte, als diese nachher dargestellt wurde, die hat ja auch in der Nachrede unglaublich geschadet. Also das war etwas, was auch überhaupt nicht in das Bild von ihr passt, dieser pragmatischen Herrscherin. Und es gibt ja immer wieder Mutmaßungen, dass das genau in dem Moment so interessant für sie wurde, als ihr Mann wieder mal besonders viel fremd ging. Also da, das ist so einer dieser Ausrutscher, wo man sagt, da war sie dann nicht die Pragmatikerin und die Landesmutter, die alles übersieht. Also ich persönlich würde sagen, da ist es einfach mit ihr durchgegangen, weil das war weder zu exekutieren, noch war es irgendwie vertretbar. Das heißt, immer wenn ihr Gemahlin einen Fehltritt hatte und sie draufkam, mussten Prostituierte über die Donau nach Siebenbürgen abgeschoben werden. Ich glaube, so genau kann man das jetzt nicht sagen, wann das passiert, aber das war einfach ein politischer Fehltritt, den sie sich hätte sparen können. Aber kommen wir nochmal zurück zu Graf Kaunitz. Über seine privaten, nennen wir es mal Fehltritte, haben wir schon gesprochen, aber auf diplomatischem Parkett hat er sich ja durchaus kunstvoll bewegt. Du hast ja schon erwähnt. Diese im Schach, würde man sagen, Rochade, mit Frankreich zusammenzuarbeiten. Also es ist ganz eindeutig auf den Kaunitz zurückzuführen. Der war ja auch ein wirkliches diplomatisches Genie. Er wurde jetzt mal an den Hof des französischen Königs Ludwigs XV. Geschickt und dort hat er jetzt probiert, einmal so ein bisschen Stimmung zu machen für diese eventuelle österreichisch-französische Allianz, hat aber am Anfang überhaupt keine Unterstützung dafür gefunden, hat sich dann gedacht, er nimmt sich jetzt die wahre Macht am Hof und das war die Madame de Pompadour, die Mätresse von Ludwig XV. Und das heißt, der Gesandte jener Herrscherin, die auf Sittlichkeit so Wert gelegt hat, hat jetzt die Pompadour gebraucht, damit er und die Pompadour werden sich wahrscheinlich gut verstanden haben. Sie dürfen, ich meine, es war auch eine sehr gebildete Frau. Das ja natürlich, aber sie waren beide eher freiherzig, sagen wir so. Also er spricht mit der Madame Pompadour, um es zu schaffen, dass es doch eine Allianz zwischen Österreich und Frankreich gibt, den eigentlichen Erzfeinden. Genau, und dafür braucht er sie jetzt, weil sie ist ja die Mätresse von Ludwig XV. Und sie unterstützt auch Maria und Theresia in ihrem Begehren, da eine diplomatische Revolution einzuleiten. Und das hört jetzt Friedrich II. Das hat ihn nicht gefreut. Das hat ihn überhaupt nicht gefreut, vor allem, weil er das ganz falsch gemacht hat. Er hat nämlich nicht diese heimliche Macht am französischen Hof anerkannt. Er hat ja auch nicht die Referenz erwiesen. Er war zum Beispiel ganz, ganz kühl und als sie ihn mal grüßen ließ, weil sie hat nämlich sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie auch eine Rolle bei Hof hatte, hat er nur übermitteln lassen, kenne ich nicht. Also eine Mätresse nicht zu kennen, das ist schon ein ziemlicher Affront. Und Maria Therese hat diesen inoffiziellen diplomatischen Weg von Kaunitz unterstützt. Und dieser Weg, der über das Boudoir der Madame de Pompadour führt, war natürlich jetzt ein genialer Coup. Sie selber unterstützt das auch, also sie schickt zum Beispiel der Mätresse ein kostbares Geschenk, ein Schreibpult, das mit indischem Goldlack überzogen ist und ein Miniaturporträt von sich. Und da sehen wir wieder diese Marie Theresia, die über ihren eigenen Schatten springt, wenn es zum Wohle des Reiches ist. Maria Theresia lässt also erfolgreich Stimmung für Österreich am französischen Hof machen, aber jetzt kommt noch eine weitere Dame ins Spiel. Zarin Elisabeth. Zarin Elisabeth interessiert sich für Ostpreußen, da ist ja Friedrich II. Ein bisschen im Weg. Und auch sie kann sich vorstellen, mit Maria Theresia eine Allianz einzugehen oder zumindest eine Unterstützung zu gewähren. Und jetzt realisiert Friedrich II. In Preußen,
was sich da zusammenbraut und jetzt geht's ihm völlig durch. Also jetzt brechen alle Dämme und jetzt bleibt jeder diplomatische Kontenance weg. Und er sagt auch völlig frei, was er von den drei Damen denkt. Also er schimpft über die drei Erzhuren von Europa, eben Marie Theresia, Madame Pompadour, Zarin Elisabeth. Er beschimpft dieses neue diplomatische Genie als Allianz der Unterröcke. Er hält die ganzen Weiber nicht aus, die sich da gegen ihn versammeln. Und das ist interessant, weil er ist immer so der Kunstsinnige, der Freidenker, der Kunstsinnige, der aber ordentlich frauenfeindlich war, wenn ihm jemand in die Quere kam. Von ihm gibt es ja die Anekdote, dass er in seinem Winterquartier in Leipzig war, krank ausgesehen hat und seine Wirtin ihn fragt, warum schauen Sie denn so schlecht aus, mein König? Und er sagt drauf, wenn man zwei Weiber und die Franzosen am Halse hat, dann muss man wohl schlimm aussehen. Ich glaube, es ging ihm damals auch wirklich nicht gut. Aber das, man sieht natürlich, was hinter der höfischen Fassade für Worte gewechselt wurden. Aber es hat ihm absolut nichts gebracht, weil im Mai 1756 unterzeichnen dann Österreich und Frankreich den Vertrag von Versailles und sie verpflichten sich damit zu gegenseitiger Truppenhilfe bei aufkommenden kriegerischen Konflikten in Europa und damit hat er natürlich ein Riesenproblem. Aber wichtig zu erwähnen ist natürlich, dass aus dem jahrhundertealten Erbfeind der Habsburger nun dank Marie Therese ein Verbündeter geworden ist und das ist ein Wendepunkt in der Geschichte von Europa. Und wie es so schön heißt, tu Felix Austria Nube, diese Allianz wurde mit einer Hochzeit besiegelt. Wie das die Habsburger dann machen, das war nicht die berühmte Hochzeit von Maria Antonia, in Frankreich Marie Antoinette, mit dem französischen Thronfolger und späteren König Ludwig XVI. Und das war so das Meisterstück in der Außenpolitik von Maria Theresia. Friedrich II. Hat dann noch geschluckt, als im gleichen Jahr 1756, ein paar Monate drauf, dann auch noch Zarin Elisabeth von Russland dieser diplomatischen Revolution oder dieser Allianz beigetreten ist. Und das war die Sensation des Jahrhunderts, dass der Kaunitz das geschafft hat. Und Maria Theresia war sehr ehrlich, als man ihr vorgeworfen hat vom englischen Gesandten, sie hätte sich erniedrigt, indem sie sich den Franzosen in die Arme geworfen hat. Da hat sie gesagt, ich werfe mich dem Franzosen nicht in die Arme, ich stelle mich ihm zur Seite. Also sie war ganz große Dame und hat das auch richtig formuliert. Dieser Konflikt zwischen Österreich und Preußen, wir haben ja vorher gehört, was Friedrich II. So alles losgelassen hat, der führt jetzt zu einem handfesten Krieg. Zumindest hofft Marie Therese jetzt nach diesem Wechsel der Allianzen, dass sie doch noch Schlesien zurückbekommt. Und ein Anlass bietet ihr dazu der Siebenjährige Krieg, der von 1756 bis 1763 getobt hat. Das ist so der letzte große Kabinettskrieg im klassischen Sinn. Und das ist einfach ein Kampf der Großmächte, der weit über Europa hinausgeht. Vielleicht erklär mal kurz den Begriff, was ist denn Kabinettskrieg? Ein Kabinettskrieg ist, man hat diesen Begriff später geprägt, um sich von diesen Vernichtungskriegen des 20. Jahrhunderts abzugrenzen. Also aus der heutigen Sicht überschaubarer Kriegsziele. Es geht nicht um reine Aggression, es geht immer um Großmachtpolitik. Eine ganz andere Strategie als dann später im 20. Jahrhundert. Also viel weniger Kriege, vor allem viel weniger Opfer. Und auch mit oft wechselnden Allianzen. Auch das gehört dazu. Also deswegen ist es ja auch ein bisschen despektierlich gemeint, Kabinettskriege. Gut, jetzt haben wir am Anfang die drei, wie es Friedrich II. Genannt hätte, Unterröcke, nämlich Frankreich, vertreten durch Madame Pompadour. Wir haben Russland natürlich mit Zarin Elisabeth und wir haben Österreich mit Maria Theresia. Wer steht denn auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite stehen Preußen, Großbritannien und das Kurfürstentum Hannover. Allerdings wird dieser siebenjährige kriegerische Konflikt nicht nur in Europa, sondern vor allem in Amerika, der Karibik und Indien sowie auf den Weltmeeren ausgetragen, weil da streiten einfach zwei Großreiche, Großbritannien und Frankreich, um die Vormachtstellung nicht nur in Europa, sondern auch in den Kolonien. Das heißt, manche Forscher bezeichnen den so ein bisschen als den Ersten Weltkrieg, wobei man das natürlich opfermäßig nicht vergleichen kann. Aber das ist ein Krieg, der eigentlich über die eigentlichen Ziele, die vorher definiert wurden, hinaus. Und das ist ein bisschen so der kalte Krieg des 18. Jahrhunderts mit sehr viel Stellvertreterkonflikten und so. Franzosen unterstützen die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung zum Beispiel. Genau, also all dieser siebenjährige Krieg, der schwer in wenige Sätze zu fassen ist, da gibt es ganz, ganz viele Konfliktherde, die unterschiedlich zu bewerten sind, aber das Ganze fasst man halt zusammen, diese schwierige Zeit mit dem Begriff siebenjähriger Krieg. Aus österreichischer Sicht ging es ja weniger um die Kolonien, weil da hatten wir nie so wirklich viele. Uns ging es ja um Schlesien, aber daraus ist nichts geworden.
Schlesien konnte Maria Theresia im Siebenjährigen Krieg nicht zurückgewinnen, obwohl Österreich doch in einigen Kampfhandlungen große Erfolge errungen hat. Vor allem aber geht jetzt diese Überrumpelungstaktik von Friedrich II. Überhaupt nicht mehr auf. Jetzt im Siebenjährigen Krieg lohnen sich die Reformen, die Maria Theresia im Heer gemacht hat. Friedrich II. Wird ausrufen, das sind ja nicht mehr meine Österreicher. Also sprich der Jausengegner, den er von früher gewohnt war. Auf einmal war die österreichische Armee auch durchaus kampfkräftig durch Standardisierung und die Dinge, die wir im ersten Teil des Podcasts angesprochen haben. Man sieht, dass sich die Reformen bewährt haben, Österreicherin Siege, und vor allem, man hat Friedrich II. Den Nimbus genommen. Bei einer dieser Siege, die die Österreicher errungen hatten, gibt es die entzückende Geschichte, dass Maria Theresia, als sie davon gehört hat, gerade dabei war, sie zu Bett zu gehen. Die Kammerzofen haben sie schon entkleidet und sie hat auch schon das Nachthemd an. Und als sie die Siegesnachricht hört, kann sie natürlich nicht schlafen gehen, sondern läuft über die Gänge zu ihren Kindern und will mit ihnen feiern, diesen Sieg. Also da sieht man wieder die Mutter, die Kinder immer mit einschließt und einfach, wie sehr sie sich auch freut, dass Österreich da wirklich ganz vorne dabei ist. In dieser Situation hat Friedrich II. Ein ausgesprochenes Glück. Du sprichst jetzt über das berühmte Mirakel des Hauses Brandenburg. Das ist wirklich so viel Glück muss man da gar nicht haben, wenn man so viele Feinde hat. Zarin Elisabeth stirbt plötzlich, unerwartet muss man auch sagen, im Jahr 1762. Und ihr Nachfolger, Zar Peter III., ist ein glühender Bewunderer von Friedrich II. Er verehrt ihn seit Kindestagen. Und dieser Zar tut nun was in Wien für Empörung sorgt. Er schließt Frieden mit Preußen unter gegenseitigem Verzicht auf alle Erwerbungen. Allerdings dauert diese Ära von Peter III. Nicht lange. Er wird gestürzt und seine Ehefrau, Zarin Katharina II., später Katharina die Große, übernimmt nach einem Staatsstreich die Macht. Und auch diese neue Herrscherin erkennt jetzt die Friedensvereinbarung mit Preußen an. Und damit hat der überraschende Tod von Zarin Elisabeth die Gefahr für ihn entschärft. Das heißt, die Gefahr für Friedrich II. War entschärft durch höhere Gewalt, könnte man sagen, in dem Fall. Wer hat denn eigentlich den Siebenjährigen Krieg dann gewonnen? Im Prinzip war der Sieger Großbritannien. Das Inselreich hat im Frieden von Paris von Frankreich Kanada erhalten, von dessen Bündnispartner Spanien hat es Florida erhalten. Die wichtigsten Inseln der Karibik sind von französischem in englischen Besitz übergegangen und in Indien darf Frankreich gerade einmal 5 Stützpunkte behalten. Damit ist der Kampf um das größte Kolonialreich der Welt entschieden. Wir wissen, wie es weitergeht. Im 19. Jahrhundert steigt dann England zur Weltmacht auf. Was hat das Ende des Siebenjährigen Kriegs für Österreich bedeutet? Na, das war ein bisschen traurig für Maria Theresia. Sie musste nämlich entschädigungslos auf alle Gebietsansprüche gegenüber Preußen verzichten. Schlesien ist für sie für immer verloren. Und da gibt es diesen berühmten Saga von ihr, besser ein mittelmäßiger Frieden als ein glorreicher Krieg. Also setzt sich wieder der Pragmatismus von Maria Theresia durch. Sie tröstet sich damit. Aber zumindest ist Österreich immer noch bei den Großmächten dabei. Aber im Nachhinein muss man natürlich sagen, es war ein Krieg, der Österreich überhaupt nichts gebracht hat. Also es war ein reiner Stellvertreterkrieg zwischen Frankreich und Großbritannien, bei dem Maria Theresia probierte, sich das Stückchen Kuchen zurückzuholen. 2 Jahre nach Ende des Siebenjährigen Krieges kommt für Maria Theresia ein wahrer Schicksalsschlag. Ja, 1765 stirbt ihr Mäusel an einem Schlaganfall, also den Folgen eines Schlaganfalls. Und sie kommt über diesen Schicksalsschlag nie hinweg. Also wenn sie vorher die lebenslustige Monarchin ist, die Feste feiern kann, die sich freuen kann, die einfach lebhaft ist, dann kommt jetzt die dunkle Maria Theresia, die man auch in den Gemälden sieht, immer in Witwenkleidung, mit Witwenschleier. Dieses letzte Kapitel in ihrem Leben. Und vor allem wird jetzt ihr Sohn Mitregent, also Josef II., wie er dann genannt wird, wird erstens folgt seinem Vater als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches nach. Und er regiert auch in Österreich mit und das ist absolut nicht friktionsfrei, weil die beiden so verschieden sind, Mutter und Sohn, wie man nur verschieden sein kann. Worin unterscheiden sie sich politisch? Josef II. Möchte an dieses Reformwerk seiner Mutter anschließen, setzt auch viele Reformen durch, aber er macht das alles viel stürmischer als die Mutter, weniger pragmatisch, weniger überlegt, wobei man bei diesem Konflikt natürlich immer im Auge haben muss, dass es hier nicht nur um Politik ging, sondern auch um Abgrenzung. Das heißt, man kann eigentlich, wenn man die ersten Jahre von Josef II. Betrachten will, nie die Mutter aus dieser Geschichte herausnehmen. Also da verschmelzen private Widerstände mit politischen Abgrenzungsbestrebungen und die Mutter ist unglaublich kritisch mit ihm. Die letzten Jahre von Maria Theresia durchaus traurig, melancholisch von ihr zusammengefasst mit den Worten, man hat mich nicht mehr lieb.
Ja, sie hat sich schwer getan mit dem Alter, mit der Einsamkeit, mit den Konflikten, mit ihrem Nachfolger Josef II. Und aus dieser mutigen Frau wird jetzt eine Frau, die von Mutlosigkeit und von Mangel an Vertrauen geprägt wird. Sie sagt selbst, sie habe ihre Entschlossenheit verloren. Also merkt, sie tut sich sehr, sehr schwer. Sie leidet sich auch körperlich, sie wird ja auch sehr korpulent, sie kann sich sehr schwer bewegen, also ist einstmals agile Frau, hat große körperliche Probleme und diese letzten Jahre sind schon so ein bisschen die dunklen Jahre. Das Ende kommt dann auch schneller, als viele gedacht haben. Ja, das Ende kommt 1780 nach 40 Regierungsjahren und sie kommt von einer Fasanenjagd zurück, bei der sie Zuseherin war. Es hat zu regnen begonnen, sie kehrt dann völlig durchnässt in ihr Apartment zurück und sie hat sich eine Erkältung zugezogen, die sich dann zu einer Lungenentzündung auswächst. Sie hat dann langsam Schwierigkeiten beim Atmen, hat aber kein Fieber oder etwas von Bedeutung, wie das ihre Lieblingstochter schreibt. Aber 10 Tage später kämpft sie dann schon mit dem Tod, atmet sehr schwer und stirbt am 29. November 1780 und damit endet die Ära dieser großen Monarchin. Ihre letzten Worte sind unvergessen. Sie stirbt an einem trüben Novembertag und sagt dazu: Diese ganze Grundworte, schlechtes Wetter für eine so weite Reise. Und bis zum Schluss war sie noch sehr pragmatisch. Am Schluss schafft sie es noch einmal, aus ihrem Stuhl aufzustehen und zu einem Sofa zu gehen. Als sie sich darauf fallen lässt, fragt ihr Sohn Josef sie, ob sie gut liege. Und ihre Antwort war nein, aber gut genug, um zu sterben. Herrliche letzte Worte einer Pragmatikerin. Ich persönlich finde ja ihre Lebensbilanz eigentlich sehr, sehr anrührend, weil sie hat ja auch gesagt, wenn unter meiner Regierung etwas Böses geschehen ist, so ist es gewiss ohne meinen Willen geschehen, denn ich habe es immer gut gemeint. Also man kann nicht absprechen, dass sie viel gemacht hat. Genau, wenn wir zusammenfassen, was von Maria Theresia übrig bleibt, dann könnte man jetzt wahrscheinlich noch 2 Stunden reden, aber vielleicht die wichtigsten Dinge, die uns einfallen. Also diese 40 Jahre sind geprägt einerseits von der Tatsache, dass es Österreich heute noch gibt. Das war ja der große erste Erfolg. Dann die Umwandlung in einen modernen Verwaltungsstaat, in einen zentralistischen Verwaltungsstaat. Das große Reformwerk ist natürlich immer noch präsent. Das heißt, in seinen Grundzügen genießen wir das heute noch. Viele sozialpolitische Reformen, die Gesundheitsreform darf man natürlich nicht vergessen. Schulreform natürlich. Das heißt, das ist schon relativ viel in 40 Jahren, wenn wir uns ansehen, was vorher war und was nachher war. Und ich persönlich bin der Meinung, dass es in der österreichischen Geschichte eine Epoche vor Maria Theresia gibt und nachher und dass da eine ganz wichtige Weichenstellung erfolgt. Zusätzlich natürlich ist sie die einzige Frau, die Österreich hier regiert hat, ist auch ganz wichtig zu wenden und die gleichzeitig Staatsoberhaupt war. Und ich finde auch, dass sie für diese Bedeutung, die sie doch für die Geschichte hat, immer noch nicht ausreichend gewürdigt wird. Gut, vielleicht haben wir heute ein bisschen dazu beigetragen, sie zu würdigen. Wir versuchen es. Und hören uns in 2 Wochen wieder. Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.